bin down. Hallo Menschen und herzlich willkommen aus Senseless Survivor wieder hier. Und ja, heute gibt es einen kurzen Raid auf Customs mit Klaus und Krofogi. Fing relativ gut an und dann schlug erbarmungslos die alte Tarkov-Weisheit zu. Bleib nie zu lang am selben Ort. Ja, was soll ich dazu sagen, außer viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gern ein Abo oder Like da, würde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns bis dahin. Tschüssi, euer Senseless. Klaus stelle ich mir so vor mit Bart, so 1,90 groß. Ja, bin ich auch. 1,92. Okay, cool. So ein Schrank irgendwie. Ja. Ja, ich würde... Meine Mama hat immer gesagt, ich bin sehr... Ich habe so einen ziemlich breiten Knochenbau, weißt du? Ja. So, na dann auf Skeffs. Ich glaube, ich wiege momentan 104 Kilo. Ja, das geht aber eigentlich für deine Größe, finde ich. Ja, ja. Also durch den Job bedingt bin ich relativ kräftig. Wollen wir hier lang? Oder wollen wir hinten am Big Red? Hinten an der Klaus, weiß unser Weg hinten über die Schiene ist, glaube ich, am sichersten. Mal hier vorne kann sein, dass da einer campt an dem Strommast. Naja. Wir sollten hier eben drüber und dann durch den Durchbruch. Hier links. Okay. Können wir tun. Seife. Ah ja, du brauchst noch so Leber, ne? Ja, ja. Chlorin. Ich bin ein reicher Mann. Ich krieg fest. Geh da jetzt rüber. Jetzt auch die Rampe hoch. Sofort messerscharf gesehen. Da bin ich zwar noch nie drüber, aber ich wollte. Willst du vorne durch den Durchbruch? Ja, nee, nicht? Wir können auch da vorne gehen. So hinten rum, ne? Oh! Da sind wir. Oder schon Action. Ja. Mhm. Er tötet da meine Skeffs. Das gibt's aber. Jetzt nicht rennen, nicht rennen. Mhm. Ja, und Gewürz? Einer hat schon Step gemacht. Na gut, die wissen schon, dass wir da sind. Ja. Aber ich habe keine Lampe. Oh, warte. Der ist tot. Ja. Aus der Halle erschossen worden. Der ist auf dich geschossen, oder? Nee. Da saß ein Skeff oder was das war. Achtung, er kommt. Was? Der wird den looten wollen, denke ich. Mhm. Seid ihr wieder jetzt? Wir hängen drin, hier draußen. Der ist in der Ecke an der Kiste. Mhm. Hör mal auf zu laufen. Wer läuft denn da? Also ich nicht. Achso. Ich auch nicht. Das sind, glaube ich, zwei. Wer klappert denn hier unten mit der Waffe? Klaus, bist du das? Ja, das war ich gerade. Ich so. Musste absetzen. Ach so. Jetzt kommen wir. Einer aus Minus. Waren zwei, ne? Ja. Ich bin down. Granat, auch scheiße, vor die Kiste geworfen, ich Idiot. Oh! Oh, hätte ich gesehen. Alter. Alter, verdammt. Down. Minus, meine ich. Alter Schwede. Klaus, shit, was hast du getan?
nochmal 19 in den Kopf gekriegt. Hallo. Krofogi. Mach's tot. Ach, der hat einen MP 130. 133. Mach's tot. Wir sind tot. Ja, der hätte auch schon 230 Schaden, hatte der auch schon. Der Lump. Mit einer Kette, schätze ich. Oh, die Zivile brauche ich. Wie schön, Muni. Ja. Und er hat eine Vase, Alter. Krofogi, du kannst hier flattern, wenn du möchtest. Ich muss mich jetzt mal wieder zusammenklicken. Ich hab fast auf die Granate gestanden. Ich hab sie wusste angerollt, wie sie vor meine Binde gerollt ist. Oh, dachte ich, nee. Wo sind MPX? Oh, ah, scheiße. Der hat ja noch eine schöne Weste, die kannst du dir auch noch nehmen. Zucker. Vollständig wiederhergestellt. LPS, die brauchte ich ja für meine Mosin. Ach ja, ich habe ja die MPX von dem. Du kannst dich hier erstmal schadlos halten an diesen zwei Typen hier. Kannst du dein Zeug einfach verstecken oder was du machen? Ja, komm, mach ich. Ach, dann lege ich dir die Marke wieder rein. Nee, du kannst sie behalten. Du kannst sie behalten. Ich habe so viele Marken, ich will das Zeug nicht mehr. Klaus, soll ich da deine Munition rausmachen? Oh, die darfst du gerne mitnehmen. Du würdest, also die darfst du mitnehmen. Okay. Ja, die brauchst du mir aber nicht gleich im Reiten bringen. Also. Gut. Deine Headsets schmeiße ich dir hin, deine Body Armor auch. Ich glaube nicht, die nimmt keiner mit, denke ich. Ja, ich hoffe mal nicht. Propital hat er. Uiuiuiui. Das bringe ich dir mit raus. Nein, brauchst du auch nicht. Ich habe mir gerade reichlich gekauft. Ich will aber. Junge, das spritzt du dir jetzt. Okay. Willst du mich ja bloß in die Abhängigkeit treiben? Hm. Na, ich frage gleich den Screenshot. Ob du das wirklich gespritzt hast. So, warte. Aber was mich so ein bisschen wundert, ich sterbe, also die letzten 10 Tode, ja, nur durch Kopfschuss. Ich glaube, die Brüder sind auch durch Kopfschuss gestorben. Jetzt hin. Ich glaube, der eine hatte noch hier noch S-March dabei. Ach so, und ein Probital soll ich auch noch nehmen. Ich habe ja gar keinen Platz für sowas. Ganz gut. Achso, nachstecken, nachklippen. Wenn wir schon mal dabei sind.
essen. So, dann kann ich mal ja die Munition da rein tun. Brauchst du noch hier so ein K? So ein Mediding? So eine medizinische Versorgung? Ja, das würde ich nehmen, ja. Okay, warte, ich schmeiß es dir hin. Denn? Komm. Warte. So. Sieht gut aus, ja. So, hier war doch einer von den Brüdern. Ich glaube, Krofogi hat alles genommen. Hast du noch einen S-March? Ja. Okay, dann würde ich gerne mal einen S-March in Anspruch nehmen. Du das in den Reihen hier. Genau. Immer zwei, wenn ihr packt. Okay, cool. Merci. Jo. Oh, da kommt einer. Was raus aus der Leiche. Da hinten, ja, kann ich sehen. Oh. Da ist noch einer unter der Brücke. Ja. Was? Nein, scheiße. Oh, fuck. Ich hab dein Propital nicht genommen, Klaus. Ja, ich hab's doch gesagt. Hm. Also ich kam auch irgendwie nicht mehr dazu. Ich wollte eigentlich Granaten schmeißen wie ein Held. Und er schießt nicht. Headshot, der Tod ist gekriegt. Die Fresse weg. Aber das Gute ist, wir sind wieder bei Klaus.